es wird allerhöchste Zeit, dass sich die Wirtschaft der alternden Gesellschaft annimmt oder besser gesagt der Gesellschaft des langen Lebens. Warum drücken wir das so negativ aus? Und hier ist es schon, fängt an bei der Produktgestaltung. Es gibt verschiedene Produkte, die auch Menschen mit nur leichten, ganz leichten Einschränkungen kommen da nicht mehr zurecht. Schauen Sie, da haben wir beispielsweise verschiedene Waschmittel oder auch Medikamente. Da muss man die zusammendrücken und dann hochschrauben. Das ist nicht nur kindersicher, das ist altensicher. Es gibt andere Dinge, und gerade die Pharmazie, die ja sicherlich sehr viel von den älteren Menschen lebt, die entwickelt Pillen, die dann in einen Behälter, in eine Folie kommen, die man kaum durchdrücken kann. Aber es gibt auch viele andere Dinge, nicht nur die Wirtschaft. Denken Sie jetzt mal an die Bundesbahn. Wie viele Bahnhöfe, wie viele Bahngleise sind nur über Treppen zu erreichen? Wir wissen, dass Treppensteigen für manche Ältere schwierig wird. Hier brauchen wir Aufzüge, hier brauchen wir Rolltreppen. Ein weiteres Problem ist natürlich, denken Sie mal daran, zurzeit kommen auf eine Person, die 75 Jahre und älter ist, insgesamt nur knappe 10 Jüngere. Und wenn die heute 45-Jährigen mal 75 sein werden, dann kommt auf einen 75-Jährigen und Älteren nur insgesamt 4,4 Personen, die jünger sind. Dann haben wir weniger unter 20 als über 75, 0,8 bis 20. Und dann kommen auf einen über 75-Jährigen nur 2,5 Personen im Alter von 20 bis zu 60. Da brauchen wir gar nicht fragen, wer soll unsere Pflege leisten, wer soll für die Renten aufkommen. Da gibt es nur eins, wir müssen alles tun, um solange es geht, selbstständig und unabhängig zu sein. Und dazu kann die Wirtschaft sehr viel beitragen. Das hängt jeder vom Unternehmen ab. Insgesamt ist natürlich sehr günstig, gemischte Altersgruppen zu haben. Wir brauchen die Jüngeren, wir brauchen die mit dem Wunsch nach Veränderung, nach Dynamik. Aber wir brauchen auch die Älteren, die erfahren sind und die nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Grenzen sehen, die also einen größeren Realitätsbezug haben. Ältere Menschen sind in der Wirtschaft sehr willkommen, auch weil sie soziale Kompetenz haben. Sie wissen wo. Und hier ist der schönste Satz, ich habe ihn von Frau von der Leyen. Die Jüngeren, die rennen zwar schneller, aber die Älteren, die kennen die Abkürzungen und sind deswegen eher am Ziel. Ältere Menschen werden oft leider nur als Kostenfaktor diskutiert. Sie kosten Renten, sie kosten Pflege. Man sollte ältere Menschen als Gewinnfaktor sehen. Wie viele Ältere sind allein selbst in der Pflege tätig, pflegen zu Hause den Partner, manchmal auch die Eltern. Heute ist es ja so, dass manche Großeltern die Urgroßeltern pflegen. Wie viele Ältere schalten sich auch ein in die Kinder- und Enkelversorgung? Auch da leisten sie Enormes. Und schließlich, ältere Menschen sind auch Verbraucher. Und das haben wir gerade eben beim Symposium gesehen, sehr starke Verbraucher, auch gerade in puncto Reise und Tourismus, ist ein großer Prozentsatz von über 60-Jährigen. Wenn die nicht wären, könnten die Branchen ganz schön einstecken. Das liegt am negativen Altersbild, aber hier können wir sagen, es hat sich Gott sei Dank in letzter Zeit einiges geändert. Das war vor 3-4 Jahren viel, viel schlimmer. Heute braucht man Ältere und die Firmen, die Ältere eingestellt haben, da gibt es besonders so ein paar in Südwestdeutschland, die sind geradezu froh, dass sie Ältere haben und entdecken da ganz neue Möglichkeiten. So kann man beispielsweise über 55-Jährige schneller zur Montage schicken, woanders hin, als 30, 40-Jährige, die doch weit lieber am Ort bleiben. Was man nie erwartet hätte, dass Ältere sogar flexibler sind als Jüngere.
Natürlich hängt die davon ab. Deutschland ist gewissermaßen Vorreiter. Wir haben die ältesten Studenten und hatten lange die jüngsten Rentner. Jetzt sind wir da überholt. Aber immerhin, was unbedingt notwendig ist, ist eine Flexibilität der Altersgrenze. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass man über 65, auch über 68 hinaus arbeitet. Es sollte nicht Pflicht für jeden sein, aber die Chance, weiterzuarbeiten, die müsste unbedingt direkt schon gegeben sein und nicht erst später. Wir müssen dann sehen, dass wir, auch das ist Demografiemanagement, dass wir zu kürzeren Ausbildungszeiten kommen, dafür aber berufsbegleitende Weiterbildung. Also unsere, man schimpft so viel über das sogenannte Turbo-Abitur nach 8 Schuljahren, nach 8 Gymnasialjahren, das ist Unfug. Wir brauchen das. Wenn unsere Leute, wir haben ein Durchschnittsalter der Abiturienten von 20, dann kommen die Spanier, die Franzosen, die Italiener schon mit dem ersten Uni-Examen zu uns. Vielleicht muss man den Lehrstoff in der Schule etwas entrümpeln. Das gebe ich gerne zu, ja. Aber wir müssen sehen, dass wir mit 18 praktisch unser Abitur im Durchschnitt geschafft haben.